So, was liegt vor mir? Etwas Papieriges. Der Verkaufskatalog von Jelmoli. Ausnahmeverkäufer, das ist ein sensationelles Angebot. Immerhin zweifarbig. Es sind natürlich keine echten Fotos gesehen, was es da gegeben hat. Aber ich kann mich schon an so Kataloge erinnern. Furchtbar. Ich bin zuerst aufgewachsen. Und da hat es das Küffi gegeben, also das Kaufhaus zum Tor. Dass man dem Küffi gesagt hat, das habe ich auch erst in der späteren Schule gelernt. Ja, kurz vor dem Kaufhaus. Der Ausdruck Manor ist erst viele, viele Jahre später gekommen, wo ich ja eigentlich innerhalb von der Kette war. Das ist das einzige Warenhaus gesehen, weit und breit. Und dann hat es natürlich auch noch das Liestl einen Coop gegeben, der Kleider im Schuh hatte. Ob die so eine Reklame gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber die Jelmoli war in der Stadt gewesen, und wegen ersten Zeug, die man mit dem Jelmoli haben konnte, sind wir nicht in die Stadt gefahren. Zu was man in die Stadt gefahren ist, das ist Kleider gesehen. Obwohl es auf der Landschaft, also im Liestl, bestimmt auch doch der Nordmagen. Das war ein Kleiderladen gewesen. Ich weiß nur, dass mein Vater hat immer ein Tuch angeben wollte. Und mein Vater hat sich, er ist in der ganzen Schweiz aufgewachsen und hat die meisten Dialekte ein bisschen können. Oder nicht und auch gut können. Und wenn er telefoniert hat mit jemandem, haben wir immer gehört, wer am anderen Ende dran ist, weil er nachher seinen Dialekt dann angepasst hat. Kurz und gut, aber auf das, um das geht es jetzt nicht, sondern um die Anlegung. Und wenn er gesagt hat, ich muss dort in die Tür gehen, hat er gesagt, ich hätte gerne eine neue Gewandung. Also Antik, er hat sich dann richtig Antik aufgespielt. Das ist ein Kleid gewesen, meinetwegen. Anzug war zu offiziell gewesen. Aber mein Vater hat sich also dort mit der Tuch AG eingedeckt. Ich später auch, muss ich gestehen. Mhm. Die Heftchen hier, die Ausverkaufsheftchen, die sind natürlich schon, da hat es immer noch Frauen in Unterwäsche drin gehabt. Das hat man natürlich speziell müssen anschauen. Aber es sind natürlich keine Fotos gesehen. Aber immerhin. Man hat kurze Hosen getragen. Auch im Winter. Und dann Strümpf. Das ist schon die Geißel meiner Jugend gesehen. Die ewige Strümpf. Und die haben natürlich nicht einfach so gehabt. Das ist quasi eine halterlose Strümpf mit Gummibärchen. Sondern für diesen Zweck hat man, auch Gott sei es geklagt, das Gestell müssen anhaben. Also eine Art, ein Strumpfhalter. Nur ist man da oben reingeschlafen und das hat lange Gummibänder gehabt und dort hat man die Strümpfe müssen anhängen. Und so wie meine Mutter das gemacht hat, sind die Strümpfe halt immer wieder angestrickt worden und verändert. Dann hat man manchmal so einen Stegenstrumpf gehabt mit verschiedenen Farben. Das wäre noch gegangen. Aber das Gestell war schon etwas vom Übelsten, wo man anhaben im Winter. Dann ist dazu gekommen, dass man am Werchtig hat man dann schon irgendwann hat man mal Knickerbocker bekommen, einmal wenn man so in den zweiten Real gegangen ist. Das wäre die siebte Schule. Mhm. Knickerbocker, das waren Hosen, die hier unter dem Knie zu waren. Und dann, aber für den Sonntag, hat es noch keine Knickerbocker gegeben. Dann hat man Sonntaghosen angelegt und die verfluchten Strümpfe. Und das ist dann noch lang gegangen. Ich glaube, erst in der vierten Real, also das ist das neunte Schuljahr, habe ich dann auch mal lange Hosen bekommen. Bin mir dann endlich gewöhnt gewesen. Und am Sonntag. Doch, am Sonntag auch. Ist also, das war der Fluch des Sonntags, das Gestell und Strümpfe, die kurzen Sonntaghosen. So.